Ja, moin, liebe Freunde der Apokalypse, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Deponia Doomsday. Nicht Goodbye Deponia, ich verwechsel das immer gerne. Ich nenne es It. Ja, wir fahren fort. Cole hat mir erzählt, dass sie. Wir hängen in einer Zeitschleife fest. Wie befürchtet. Und, ja. Wie lange will er denn noch duschen? Das gibt doch Schrumpelpumpelhaut. Tja. Irgendwie müssen wir an die Notfallcodes kommen. Aber wie? Ja, gut. Ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder runter. Rosalie, du könntest ein. Nein, wir gehen jetzt erstmal in die Schleusen. Nein, ich. Na, die sind ja los! Das kennen wir ja schon. Aber jedes Mal passiert etwas anderes. Jetzt sprechen wir nicht mit McChronicle. Siehst du, es ist auch schon neu. Schlägel. Echsenhaut. Wozu brauche ich das? Irgendwo auf Elysium läuft nun ein Pestschleichelbaran pudelnackig durch die Gegend. Oder wachsend. Nudisten im Paradies. Mal ganz was Neues. Ja. An mir ist ein großer Perkussionist verloren gegangen. Leider brauchte Tonis Mutter das Becken anderweitig. Wer lässt sich auch Prothesen nach Hause liefern? Ich frage mich eher, wofür wir die anderen Sachen brauchen. Tja, wir hängen fest. Mal wieder. Mac? Ja. Habe ich mir gedacht. Oder bei? Gut. Mac, deswegen sprechen wir auch nicht mehr mit ihm, weil es würde uns sowieso nichts bringen. Ah. Und dann? Da hängt man Dinge auf, die eine Schlaufe haben. Kleiner Tipp, die Zeit ist es nicht. Ach. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig. Wie du willst, ich glaube aber. Warum den Schlägel daran? Okay, ja klar. Bin ich hier richtig? Ich wollte zum Ältestenrat, nicht zu Betreutes wohnen. Können wir woanders hin? Habitatring, Fanso, ne, da waren wir jetzt oft genug. Klar, Schlägel, na klar, ergibt Sinn. Streicheltiere. Da freut er sich. Da freut er sich. Ja, ja, Rufus. Was? Wolperdingtinger-Generator? Oh je, das ist doch bestimmt wieder irgendein Minispiel. Da hat das Set einen Schlitz. Das ist doch wieder irgendein Minispiel. Ältester Dukes. Doch, reden wir doch Bist mal. Bist du einer von den Ältesten? Ja. Aber gib dir keine Mühe. Der Ältestenrat tagt erst wieder in einer Woche. Es sei denn, jemand gewinnt die 10.000 Spaßpunkte aus dem Funzone-Wettbewerb. Aber die Aktion ist gerade erst gestartet und an einem Tag nicht zu schaffen. Also, warum lehnst du dich nicht einfach zurück und streichelst stattdessen ein paar possierliche Streifenzobel? Warum? Weil... Verdammt, er hat einfach die besseren Argumente. Meine Damen und Herren, ich darf euch einmal mehr präsentieren, den deutschen Synchronsprecher des dritten Hokage von Konoha, Hirusen Sarutobi. Ja. Und ja, ich habe
ich will nicht sagen, ich habe ein Talent dafür, Stimmen zu erkennen, gerade solche bekannten Stimmen, aber ja, ich sag mal so, ich kann mir Stimmen einigermaßen gut einprägen, sagen wir es mal so. Und gerade solche Stimmen wie die des dritten Hokage, die sind einfach so markig, die erkennt man irgendwie. Ja, das könnte ich jetzt auch gebrauchen. Oh, einfach mal schön durchkneten lassen. Aber ich würde, glaube ich, eine menschliche Masseurin bevorzugen. Alter! Was sieht aus? Also kann man sich so aber auch gut gehen lassen irgendwo, ne? Streichelt so. Ups! Aus Versehen aus dem Spiel raus. Sorry! Ja! Die 60er haben angerufen. Sie wollen ihre Zeit wieder. Sie wollen ihre Hippies wieder haben. Wurst thinks Wurst. Ah ja. Wurst thinks Wurst. Der Automat für ihr persönliches Wurst-Case-Szenario. Achtung, Knochen und Zähne werden nicht automatisch entfernt. Hm. Ui. Nett. Ältester Troy, ja. Okay. Bot-Jongleur. Jongleur. Aber die sehen alle irgendwie so ein bisschen aus wie Hippies, ne? So ein kleines bisschen haben sie was davon. Bist du einer von den Ältesten? Ich bin nicht im Dienst, wenn du das meinst. Aber es ist ein Notfall. Unsinn. Auf Elysium gibt es keine Notfälle. Wir haben eine Maschine, die alle Probleme verhindert. Sie heißt Computer. Nein! Gut, also sprechen wollen sie nicht mit uns. Klappe. Datasettenschlitz. Alles hier erinnert mich an Goal. Dabei habe ich sie ja streng genommen noch gar nicht kennengelernt. Tja, Rufus, so ist das manchmal, ne? Hat man sich erstmal verguckt, dann denkt man an die Person. Ja, ja. So ist das. Gut, also hier kommen wir nicht wirklich weiter zum Spa. Cocktailbar. Das ist der Streichelzoo. Dann gehen wir mal wieder zum Fahrstuhl. Unsere Schleusen. Das war die Chill-Out-Zone. Ne, die Fun-Zone machen wir später. Also die Fun-Zone, das ist auf jeden Fall entscheidend, damit wir eine Audienz beim Ältestenrat kriegen, ja? Also, super. Weiß ja nicht. Gehen wir mal in den Habitat-Ring. Ach, das ist der. Okay, alles klar. Ja, dann zum Ältestenrat, ne? So, gucken wir uns doch mal um. Wir haben einen Drink hier. Den nehmen wir doch schon mal mit. Zack. Ältester Quadro. Okay. Hier liegen Wildwestfrüchte. Also irgendwie erinnert mich so ein bisschen Elysium an Bioshock Infinite, an Columbia, muss ich tatsächlich sagen. Leselampe. Ach, Leselampe, nicht Laserlampe. Was für eine Enttäuschung. Vor allen Dingen, der hält sich da so ein Ding drunter, was eigentlich eher zum Sonnen gedacht ist, statt damit ein Buch zu lesen. Also, vor allem bei helllichtem Tageslicht. Also, ich weiß ja nicht. Igitt, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Hm. Plastikbälle. Hm. Hervorragend krebserregend. Geil. Bilde ich mir das ein oder sind die Bälle gerade noch ein Stück wachsiger geworden? Das kann ich dir nicht sagen, du. Man braucht keine Leselampe, um hierin das Potenzial für ein furioses Rufus-Manöver zu erkennen. Oh je. Hey, du, aufwachen! Ich bin wach! Ich muss unbedingt beim Ältestenrat vorsprechen. Gerne. In einer Woche haben wir wieder unsere administrative Zwischensitzung mit Mondzipfeln. Vergiss nicht, eine Kuchengabel mitzubringen. So viel Zeit habe ich nicht. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ich brauche die Audienz heute. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß.
So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Aber... Ja. Ich kann beweisen, dass Deponia bewohnt ist. Wirklich? Das wäre zwar schade um meinen I Love Utopia-Schal, aber deshalb nicht weniger sensationell. Offenbar nicht sensationell genug, um deinen Breiarsch aus der Hängematte zu bekommen. Genau. Wenn deine Geschichte stimmt, wird das Inspektionsteam das in wenigen Wochen bestätigen. Und so lange kann ich noch an einem Sorry Deponianer, dass wir euch beinahe ausgerottet hätten, Schal arbeiten. Mit anderen Worten, er glaubt uns nicht. Ich bekomme keine 10.000 Spaßpunkte zusammen. Geduld. Wir haben den Wert extra so hoch angelegt, dass es unmöglich ist, ihn an einem Tag zu erreichen. Aber es gibt nur diesen einen Tag. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Du meinst, dein Punktekonto wird gelöscht? Ja, genau, ja. Dann sollten wir den Computerkern überprüfen. Ich schicke jemanden. Na endlich. Gleich morgen. Das ist eine Sauerei. Du musst das Hochboot aufhalten. Das kann ich nicht entscheiden. Aber ich könnte dir als Trost einen extra Streuselplunder zum Frühstück bringen lassen. Ach nee. Wobei, geht das auch heute? Nein. Ach, da bloch nee. Ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas, oder natürlich, wenn... Ja, bla bla bla. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ja, auf Elysium ist wirklich ein Tag wie der andere. Einfach herrlich. Ich spreche hier aber von einer temporalen Anomalie. Das Gefüge von Raum und Zeit ist am Zerbröseln. Damit kenne ich mich leider nicht aus. Meine Verantwortungsbereiche sind Protokoll führen und Gebäck bereitstellen. Vielleicht solltest du nächste Woche mal eine Audienz beim Ältestenrat machen. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job. Super. Toll. Mehr können wir nicht machen. Bällebad, die Lampe, er und das war's, okay? Ich würde gerne nochmal zum Habitat gehen. Wir haben ja den Schlegel. Ich habe so das Gefühl, dass wir damit auf den Flügel einprügeln sollen. Ach, wir haben den gar nicht mehr. Aha, okay, das hat sich dann auch schon erledigt. Goal hat nie jetzt. Sag mal, Jo. Was verfisst du, Banause? White Key. Ich nenne es Etüde für Goal in A7 oben kariös. Dafür brauche ich... Und außerdem wäre eine Zahnbehandlung angebracht. Fast jede zweite Taste ist... Ja, weil das bei einem Klavier normal ist. Dafür brauche ich... Und außerdem wäre eine... Fast die... Warum hat er jetzt die... Warte... Ja klar, den brauchen wir für den Aufzug. Fällt mir gerade ein, ja klar. Aber passt das denn? Nicht wirklich. Das war ein schöner Ton, aber etwas farblos. Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Rot also, okay. Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber... Nicht alle im Grunde... Und vielleicht noch Muskelgewebe. Nicht alles wird besser. Im Grunde gilt das nur... Und vielleicht noch... Okay. Also wir müssen den White Key färben. Dass er rot wird, aber wie? Ich will meine zweite Chance, einen ersten guten Eindruck zu hinterlassen, lieber nicht versauen. Genozidpläne hin oder her, er ist immer noch Golds Vater. Das ist richtig, ja.
Golds Vater, der am Dauerduschen ist. Haben die beiden zufälligerweise was Rotes? Und, kommt ihr voran? Ist das nicht egal, solange wir uns lieben? Stimmt. Ich könnte noch Ewigkeiten mit dir Gardinen aussuchen, Henna. Das hast du schön gesagt. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Muster. Ach, ihr seid ja sowas von randständig. Ja. Gut, das hilft uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Nee. Ich will gerne nochmal in die Chill-Out-Zone. Da hat das Set einen Schlitz. Da müssen wir doch bestimmt später auch noch was machen. Was ist das denn hier? Rotlicht. Inspektor Gizmo hat den Kuwak auch überall rote Lampen installiert. Aber bei denen muss man erst Hitze erzeugen. Vorher gehen die nicht an. Aua, heiß! Schön erstmal das Rotlicht gemopst. Oh, die armen Küken. Jetzt frieren sie. Oh. Noch ein Dataset. Sag mal, wie viele Datasetten muss ich hier einsammeln? Oh, die armen Küken frieren. Wie er sich freut, ey. Hä? Look for the... Da war gerade was mit der Synchrondatei nicht in Ordnung. Woher kam der auf einmal her? Vor allen Dingen Look for D. Schau nach Deponia oder was? Jetzt geht das wieder nicht? Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade ausgelöst habe. Keine Ahnung. Das sieht aus, ey, ne? Ach, guck mal, hier waren wir noch gar nicht. Vor allem bin ich gerade beschäftigt. Ach, er wieder. Der Nord aus Skyrim wieder. Der auch Zoom gesprochen hat. Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Ja, wenn du meinst, Rufus. Jetzt wäre der perfekte Augenblick für eine leuchtende Glühbirne über meinem Kopf. Ich glaube, die Wärmelampe brauchen wir tatsächlich für den einen Ältesten. Kann das sein? Ich könnte es mir vorstellen, dass dem so ist. Ich frage mich nur, was das mit den Datasettenschlitzen auf sich hat. Wir gehen nochmal zum Ältestenrat. Dann tauschen wir mal die Wärmelampe gegen seine Leselampe. Aua, heiß! Was tust du? Was schon? Ich beschleunige deinen Bräunungsprozess. Oh, wie zuvorkommend. Danke. Ja, ist gut durch, würde ich mal sagen. Jo! Hörst du auch dieses besorgniserregende Brutzeln? Das sind nur deine Pigmente, die eine Party schmeißen. Und der Geruch? Es ist eine Grillparty. Ah, wie schön. Super! Joa! Okay.
Also, wir haben jetzt einen Alu-Reflektor und wir haben Stroh. Versteh einer diese Illusianer. Erst waschen sie ihr Gesicht, nur um sich dann doch wieder zu bräunen. Ah, du schon wieder. Was gibt's? Wer wird denn gleich rot werden? Wie meinen? Du hast Scharlachhaut. Du leidest unter Hydrantenpigment. Du bist rot wie ein Pölser. Oh je, wie peinlich. Korrekt. Schäm dich. Danke für... Keine Ursache. Ja, super. Ach, Mensch. Und wir haben schon wieder die Zeit rum, Freunde. Ach, Mensch, das geht ja echt schnell schon wieder. Liebe Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einem neuen Part von Deponia Doomsday. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wenn ihr mir es gucken werdet. Und ich sage dann einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allem, bleibt mir gewogen. Bleibt oder werdet gesund. Bis dato. Tschüss, Freunde.